Ja, es ist mir wieder die spannende Frage, wie viel darf ich mir eigentlich als GmbH-Geschäftsführer als Gehalt auszahlen und wo bin ich hier dann plötzlich vielleicht sogar auch als GmbH-Gesellschafter Geschäftsführer im Problem mit Blick auf ganz einfach VGA, Fremdvergleich und Ähnlichem. Das Thema haben wir schon umfangreich hier auf diesem YouTube-Channel behandelt. Doch jetzt gibt es neue Gehälter hier mit Blick auf ganz einfach einen Artikel vom Handelsblatt, wo wir heute jetzt auch mal durch 50 Branchen durchgehen werden, stückweise euch ein bisschen was dazu erzählen werden und vor allem, welche, ja, sag ich mal, das Lieblingsauto der deutschen Geschäftsführer an dieser Stelle ist und was ihr ansonsten auch noch steuerlich dazu wissen solltet. Und damit herzlich willkommen hier zum neuen Video von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, wenn du jetzt, sag ich mal, in der unterschiedlichsten Branche irgendwo Geschäftsführer bist, dann bist du, wie gesagt, jedes Jahr vor der Frage, hey, was soll ich mir denn eigentlich als Gehalt auszahlen? Gerade vor allem GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer, also diejenigen, die ja, sag ich mal, auch die Mehrheit zum Beispiel der Anteile halten, sind an der Stelle oftmals hier in dieser Problematik mit drin. Wir haben hier im Großen und Ganzen dann auch so ein grobes Durchschnittsgehalt und vor allem auch mal so eine nette Analyse, wer eigentlich so der typisch deutsche GmbH-Geschäftsführer ist. Also, der typisch deutsche GmbH-Geschäftsführer ist zum Beispiel 52 Jahre alt. Und sein Lieblingsauto, da kommen wir auch gleich noch dazu, ist hier der BMW X5. Da gibt es auch eine spannende Statistik. Und das grundsätzliche Durchschnittsgehalt aller GmbH-Geschäftsführer beläuft sich aktuell auf 182.000 Euro pro Jahr. Das heißt, an der Stelle, wenn du ungefähr in einem Unternehmen bist, hier primär natürlich im Millionenumsatzbereich, dann ist das ein übliches Gehalt. Wobei man natürlich auch sagen muss, das sind hier Durchschnittswerte, die wir jetzt auch gleich besprechen werden, weil das an der Stelle durchaus so ist, wenn du, sag ich mal, in größeren Unternehmen bist, dann ist es auch so, dass zum Beispiel hier bei größeren, vor allem auch DAX-Konzernen und auch größeren Gesellschaften, vor allem mit Blick hier auf über 25 Millionen Euro Umsatz, ist hier zum Beispiel das Gehalt im letzten Jahr auf dieses Jahr gesunken. Liegt hauptsächlich daran, weil vor allem viele Gehälter an der Stelle immer noch einen variablen Bestandteil haben. Also das Fixgehalt ist meistens relativ gering. Also das haben wir auch bei vielen unserer Mandanten so, dass man sagt, hey, weißt du was, zahlt ihr zum Beispiel, was weiß ich, 10.000, 15.000 Euro im Monat aus und der Rest ist dann in dem Zusammenhang hier ganz einfach eine Tantieme, eine Umsatz- oder Gewinnbeteiligung, wo man ganz klar sagt, okay, da kannst du dann steuern und wird das Unternehmen nicht zu krass belastet. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, dann die Statistiken vom Handelsblatt, aber spannenderweise zum Einstieg erstmal noch die Lieblingsgesellschaft im Großen und Ganzen der Deutschen hier mal. Ganz klar natürlich Person Einzelunternehmen, hier das klassische Gewerbe. Auf Platz 2 dann die GmbH und die UG mit 600.000 GmbHs und UGs in Deutschland. Platz 3 dann an der Stelle die UHG, dann die KG und dann kommen schon sonstige Rechtsformen und dann hier an der Ende natürlich dann letzter Platz Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Was wir euch aber natürlich nicht vorenthalten wollen, es sind jetzt die Gehälter. Hier hat das Handelsblatt sehr, sehr schöne Statistiken, wie gesagt, die es auch hier in interessanter Weise gibt. Hier auch untergliedert erstmal Chemie und Pharmazie, übrigens hier immer noch am besten bezahlt aktuell. Mit hier 208.000 Euro in der Spitze. Hier gibt es natürlich dann Unterscheidungen, Elektronik, Energiewirtschaft und Ähnliches. Wenn wir dann natürlich hier weitergehen aus der Industrie und hier gibt es natürlich dann die spannenden Unterteilungen. Hier sind zum Beispiel nach Branchen noch weiter untergliedert, wo man zum Beispiel sagt, okay, Architekten, Gesundheitswesen. Hier zum Beispiel Architekten mit 135.000 Euro fix und dann 43.899 Euro hier nochmal als Boni sozusagen obendrauf. Hier der Median an der Stelle, ganz wichtig. Und das geht dann so weiter, wo man auch schon sieht, in manchen Branchen ist zum Beispiel hier natürlich eine große Tantieme dabei oder ein größeres sogar, hier wie gesagt, ja, Fixgehalt, hier mit Blick auf Gesundheitswesen, aber natürlich dann zum Beispiel auch in der Zeitarbeit, Wachdienst und Ähnlichem, ist ein größeres Fixgehalt und eine geringere Tantieme. Aber das ist, wie gesagt, hier relativ unterschiedlich. Lebensmittelhändler sind natürlich auch ganz weit vorne, hier mit Blick auf den Einzelhandel, hier ganz klar auch der Tantiemenbereich. Hier muss man ganz klar sagen, viele aus der Lebensmittelbranche haben natürlich davon profitiert, dass sie zum Beispiel in den letzten Wochen, Monaten die Preise schneller angehoben haben, zum Beispiel auch mit Blick darauf, als es hier im Einkauf dann die Preise gestiegen sind, denn viele schlaue Einkäufer haben ja relativ schnell gesehen, oh, 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 da steigen die Preise und das haben zum Beispiel auch viele Mandanten von uns gemacht, die jetzt, sage ich mal, noch sehr, sehr viel
vor vom Zinsanstieg und vor der Inflationswelle, die ja Gott sei Dank mit einigen Punkten ein bisschen vorher erkennbar war, hier nochmal eingekauft haben. Nichtsdestotrotz muss man auch ganz klar sagen, in diesen Bereichen hier durchaus Elektro- bzw. Möbel, Küchen und Bekleidung gibt es auch verstärkt Insolvenzen, wo man sagt, okay, da kann es auch sein, dass die Gehälter in den nächsten Wochen und Monaten nochmal fallen. Gehälter im Großhandel ist auch relativ spannend. Hier mal so ein Überblick über Maschinen, technische Großhandel, Sanitär und alles Mögliche. Wie gesagt, wo man sagt, das ist durchaus hier an der Stelle ein bisschen, sag ich mal, gemischt. Elektroinstallation, auch ganz spannend, hier mal so einen Überblick zu haben. Hier mit Blick auf im Handwerk, wo man sagt, Bauunternehmungen, hier im Großen und Ganzen Nahrungsmittel, Baugewerbe und Ähnliches, da wird ja auch immer in den einzelnen Bereichen unterschieden. Und hier haben wir das Lieblingsfahrzeug, den BMW X im Großen und Ganzen, ganz vorne mit 7,6% der deutschen GmbH-Geschäftsführer fahren einen ganz einfach BMW X, einen X3, X5, X6, X7 und danach kommt erst der 5er, dann der Audi A6, Mercedes E-Klasse, Audi Q2, Q3 und so weiter und so fort. Und was ich hier spannend finde, ist der Tesla, den ich ja selber auch fahre, relativ weit unten. Das ist natürlich nicht ganz so schön, auch natürlich mit Blick darauf, leider keine hier so viele E-Autos darin vertreten. Und dementsprechend muss man hier ganz klar sagen, hier gibt es natürlich an dieser Stelle einige Themen. Wie gesagt, X5 ist das Lieblingsauto, liegt vor allem auch daran, muss man ganz klar sagen, warum ist das so? Oder die Frage ist, bleibt das vielleicht noch so? Denn in der Industrie ändert sich ja einiges. Denn erfahrungsgemäß haben wir es ja gerade gesehen, Architekten, Bau, Installation, also zum Beispiel alle, fast alle Handwerker, Geschäftsführer, die ich kenne, von größeren Handwerksgesellschaften fahren wirklich auch einen X5 oder auch Architekten, die einen X5 fahren, weil die eben auch mal mehr transportieren müssen manchmal, weil die natürlich auch auf den Baustellen unterwegs sind. Da braucht man einfach ein größeres Fahrzeug und da ist es mal so, dass man sagt, man hat auch mal mehr Leute mit dabei, da möchte man ja auch bequem sitzen. Und das ist dann durchaus spannend, dass hier natürlich die Frage ist, ob der X5 sich langfristig natürlich halten kann. Denn, wie gesagt, wir wissen ja in die Industrie und da gab es jetzt die letzten zwei Wochen wieder ein paar Hiobsbotschaften hier aus der Wirtschaft, auch in Deutschland, dass es hier leider weiter bergab geht, vor allem auch mit Blick auf die Gastronomie, die ja aber auch sehr, sehr viel ja auch aus Handwerk und aus dem Ganzen herausgezogen hat. Das Baugewerbe geht ja massiv nach unten. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, Thüringen war jetzt seit heute die Meldung nochmal, dass es hier nochmal rasanter bergab geht. Aber wie gesagt, an der Stelle mit diesen kurzen Überblicken hast du jetzt hier mal so eine ganz kurze Version, wo dann sagst du also im Durchschnitt bundesweit 182.000 Euro hier im Großen und Ganzen fixes Gehalt oder natürlich Gehalt in dem Zusammenhang ist fremdüblich. Man muss natürlich auch immer wieder aufpassen, dass hier auch dann solche Sonderpositionen, Tantiemen, Firmenwagen und alles Mögliche mit reingezählt wird. Denn die gibt es ja in Paragraphen in der Regelung des 8b, nicht 8b, Entschuldigung, im Richter VGA an der Stelle natürlich auch diese Thematik mit dem angemessenen Gehalt, wo ja alle Gehaltsbestandteile zusammengezahlt werden. Also wie gesagt, Gehalt, Firmenwagen, Sonderleistungen, Tantiemen, alles, was da irgendwo so mit reinkommt, wird zusammengezählt. Und da sollte man aufpassen. Also da sind aber diese 182.000 Euro durchaus mal eine gute Hausnummer, wo man sagt, okay, da kann man sich dran orientieren. Man sollte natürlich ein bisschen geringer sein, wenn man einen Firmenwagen hat, wenn man sonstige Tantiemen auch noch vereinbart, dann sollte man in Summe, zumindest mal hier laut der aktuellen Aufstellung hier, diese 182.000 Euro nicht überschreiten. Denn an der Stelle ist es auch so, an dieser Statistik haben mitgenommen, teilgenommen, wie gesagt, 50 Branchen und wenn ich es richtig sehe, hier 2.400 Geschäftsführer haben hier ihre Daten veröffentlicht, plus zusätzlich auch noch ganz spannend für diejenigen, die sagen, hey, arbeite ich zu viel, arbeite ich zu wenig, der durchschnittliche GmbH-Geschäftsführer, wie gesagt, männlich, 52 Jahre alt, fährt den X5 und arbeitet circa im Durchschnitt 48 Stunden pro Woche. Hat das Video weitergeholfen, dann lass ein Like da. Findest du 182.000 Euro auch für den GmbH-Geschäftsführer mit, ja, sag ich mal, teilweise 25 Millionen Umsatz zu wenig, zu viel? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Ich wünsche dir einen schönen Abend.